sagen's, pass ihm nicht. Schau doch nur einmal die Banken. Dir geht's auch nicht wegen nichts. Hier ist es super, hier tut man schaffen. Ja, und gut ist, was verkauft. Da, wo sie leben, wird Schlaraffen. Sie schon, wie das läuft. Hab Schweiz, hab Schweiz. Nur so kannst du weiterkommen. Hab Schweiz, hab Schweiz. Vielleicht geht's ja nicht mehr lang so. Hab Schweiz, hab Schweiz. Und wenn's willst packen, packst du es jetzt. Hier braucht's kein Wald, es braucht die Piste. Ja, und eine rechte Industrie. Das gibt Arbeit und Touristen. Noch eine dumme Sitzerie. Hab Schweiz, hab Schweiz. Nur so kannst du weiterkommen. Hab Schweiz. Hab Schweiz, vielleicht geht's ja nicht mehr lang so. Hab Schweiz, hab Schweiz. Und wenn's willst du packen, packst du es jetzt. Geschäfte miteinander. Oh yeah, oh yeah.
calls and all the devastation. When we step into the place, and better believe that you can see, we're gonna rock and never stop. And here we go again, hit you with the flow again. Hook it up the second time around, we'll bring it on again. Shout it out, buddy, you're a bum, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. You got blood on your face, come on, you big disgrace. Kicking your dad all over the place, singing, we will rock you. About a little something, get you in the middle. What I mean, watch your back. We got Queen on this track. Bring the feedback and let it drop. As long as five, bring the funk. Queen, bring the rock, and it don't stop. Buddy, you're a young man, hard man, standing in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you're big disgrace. Waving your banner all over the place, singing, We will rock you. We're gonna rock, come on, baby. Wir melden uns aus dem Olympiastadion von Amsterdam, dieser ehrwürdigen Anlage 1927 erbaut, also vor 66 Jahren, damals für die Olympischen Spiele 1928. 45.000 Zuschauer sind dabei. Natürlich eine Riesenstimmung, aber Ajax Amsterdam mit Besetzungsproblemen. Da fehlt der großartige Mittelfeldspieler Jonk, der ja im Sommer dieses Jahres zusammen mit Bergkamp zu Inter Mailand wechselt. Das ist der wichtige 23. Mann. Kurt Rüttelsberger, Schweiz, ein seit vielen Jahren anerkannter internationaler Schiedsrichter, auch 1990 bei der Weltmeisterschaft dabei. Und hier Anstoß für Ajax. Mit der Nummer 9 der Schwede Stefan Pettersson und daneben mit der Nummer 10 der berühmteste Ajax-Spieler der Gegenwart, der Dennis Bergkamp. Also Ajax von rechts nach links. Das Spiel läuft. Ajax irgendwie verunsichert. Nicht nur, weil der zweite Torwart im Kasten steht, sondern auch, weil der Kapitän Blind, der Libero, und auch der Mittelfeldspieler Fink nicht ganz fit in dieses Spiel gegangen sind. Sie waren angeschlagen die ganze vergangene Woche und man hofft, dass sie durchhalten können. Vier Tore in einem Europapokalspiel hat Ajax Amsterdam ewig und ein Leben lang nicht kassiert. Das stand vor 14 Tagen in der 81. Minute noch 2:2. Bergkamp, erster Ballkontakt. Doppelpass mit Pettersson. Overmars, der 19-jährige blendende Rechtsaußen. Ein Ajax-Talent der besonderen Güte, schon in die Nationalmannschaft gekommen. Hier haben wir den Danny Blind. Und hier in der Mannschaft von Auxerre ein ehemaliger Ajax-Spieler mit der Nummer 4, Frank Verlaat, der 1987 und 88 in der Ajax-Mannschaft stand, unter anderem auch im damaligen Europapokalfinale gegen Lokomotive Leipzig. Er wechselte dann für gutes Geld zu Lausanne Sports in die Schweiz und von da seit 2 Jahren nun bei Auxerre. Ein großartiger Mann. Achtung, Bergkamp! Im Tor von Auxerre Bruno Martini, der derzeitige erste Nationaltorhüter Frankreichs, ein erstklassiger Spieler.
Das ist also Martini. Die weitere Besetzung von Auxerre, Rechtsverteidiger mit der Nummer 2 ist Goma. Der Stopper, der Libero, also Ferla, der Vorstopper Prunier, Linksverteidiger ist Barivoni. Dann die Mittelfeldreihe mit Guerrero, mit Dutuel und mit Martins und drei Angriffsspitzen. Rechtsaußen mit der Nummer 7 Coca, der Mittelstürmer Batikl und linksaußen ein ganz interessanter Mann mit dem Namen Vairua. Wir werden ihn sicher bald im Bild haben, weil er ein konstanter, ein echter Linksaußen ist. 27 Jahre alt. Er kommt aus Tahiti, ist aber mittlerweile französischer Staatsbürger und auch schon französischer Nationalspieler. Ich nenne ihn auch gleich, die Mannschaft von Ajax. Mit der Nummer 11 links außen im Vordergrund auch ein junger Spieler, auch ein Eigengewächs, Edgar Davids, 20 Jahre alt. Und hier Fink. Und hier Blind. Peterson. Eng wird's da. Bergkamp kommt nicht zum Schuss. Ja, und da passiert natürlich schon etwas, was die Fans befürchtet haben. Der Kapitän Danny Blind muss nach 16 Minuten vom Platz. Seine Adduktorenzerrung ist wieder aufgerissen. Er kann nicht weiterspielen und für ihn kommt ein ganz, ganz interessanter Mann bei Ajax. Maurice Seedorf. Der erste Schuss von Bergkamp, gefährlich genug. Dieser Maurice Seedorf ist sage und schreibe 16 Jahre alt. Maurice Clarence Seedorf, 16 Jahre alt, hat eine Sondergenehmigung vom niederländischen Fußballverband. Achtung, auch da ein Lattenkitzler. Was für Strafraumszenen. Selten hat ein Europapokalspiel mit solcher Dramatik begonnen. Bergmark, wie er lebt und lebt. Und da ist am Ball. Die holländischen Journalistenkollegen sagen, dieser Seedorf kann alles. Deswegen glaube ich, übernimmt er sogar die Rolle hier von Blind als Libero, abgesichert von De Boer. Ajax unter Druck, die Franzosen ungewöhnlich stark, spielfreudig, frech, an der Spitze dieser Mann, Vairua aus Tahiti,